Oh, ihr seid ja schon da. Hallo und grüß Gott. Ich lese mir gerade das Archiv von Parmenien durch. Hier diesem Gebiet. Dieses Gebiet haben wir auch noch durch den Gurmus-Mundspass. Aller Archiv. Was haben wir hier Schönes? Markonien. Die Gebiete heißen alle relativ gleich. Egal. Hier zurück bei Soulstorm sind wir und treiben das Chaos Schritt für Schritt. Oh mein Gott. Ich kenne diese Mission und die ist fucking scheiße. Verzeiht. Ach ja. Eine gute Entscheidung. Aber wenigstens ist diese Mission so scheiße, dass ich mich an sie erinnere. Tja, in dieser Mission als Dark Elder habe ich gelebt und gelitten. Aber egal. Jetzt besitze ich eine komplette Ehrengarde, jetzt kann mir nichts mehr. Kann mich nichts mehr aufhalten. Kann mir nichts mehr im Weg stehen. Hier drunten steht der Feind. Hier steht ausnahmsweise mal kein Feind. Mann, ich verbinde diese Mission immer so instinktiv mit dem Dark Elder, das ist unangenehm. Schließlich bin ich hier, um den Planeten zu reinigen. Oder? Oder verzeiht. Schließlich sind wir hier. Ihr seid der Teil meiner Armee. Ihr seid das Rückgrat meines Let's Plays. In dem Sinne gehört ihr zum Spiel. Versteht ihr? Mir macht das Computerspielen dreimal so viel Spaß, wenn ich aufnehme dazu. Daran seid ihr alle beteiligt. Die alle, die ich leider nicht mit Namen alle aufzählen kann. Aber egal. Seht ihr diese Kultisten? Sie werden alle sterben. Und obwohl sie wissen, dass sie sterben wollen, greifen sie mich doch an. Nach. Tja. Hier ist unser Ziel. Schwester. Verschnichte das! Eigentlich müsste man ja bedenken, dass der Adeptus Horror, dass das Chaos im Grunde als erstens angreifen würde. Immer sind sie ja im Grunde hauptsächlich wegen dem Chaos hier. Also wäre das Chaos ja logischerweise das erste Ziel. Ich als Spieler bevorzuge es doch als Bustestück. Das Beste, dass man sich zum Schluss aufhebt. Mir gefällt das. Chaos räume ich im Grunde fast immer als letztes auf. Ohne die Imperial Armee. Ja. Opfer waren die Erzfeinde aller Kinder des Imperators. Schön. Na, greif ich mich schon wieder an. Sieg. Hey. Das hat wunderschön geklappt. Ich habe da relativ viel verloren. Täuscht das mich? Ja, weil das der Preis ist, den zahle ich gern. Hier kann ich ja auch. Okay. Dann mache ich das hier auch noch einmal. Verstehe, erkenne. Immerhin habe ich ja etwas Geld. Man könnte ich das mitnehmen in die Mission, hä? Ich wäre absolut davon überzeugt. Einmal das Archiv, die Morhold-Gebirgskette. Leider Gottes kann ich hier nicht automatisch kämpfen lassen. Natürlich habe ich nicht gesehen, wie viel der Dings er hat, wie viele Basen. Egal. Sonst könnte ich ihn wieder vernichten, ganz elegant, versteht ihr? Ich bleibe. Oh, verdammt. Unsere brennende Leidenschaft leitet und wir werden im Kampf glänzen. Könnt ihr hier mal etwas... Ja, logischerweise müsste der Feind sich hier verkriechen. Hier und hier. Logischerweise. Jeder schuldet dem Imperator Blut. Ja, auch du, der gerade meine Tränen sieht. Giftes. Jeder schuldet dem Imperator Blut. Töchter des Imperators, marsch! Relativ amüsant. Mensch, Junge. Du
fängst jetzt damit an, jedes Mal, wenn du relativ sagst, einfach dir irgendwie weh zu tun. Das funktioniert bei Hunden auch irgendwie andauernd. Der bittere Kuss des Giftes. Okay, Schlagen ist zwar immer die letzte Option, aber... Ich diene dem Imperator. Mensch, scheißegal. Jeder schuldet dem Imperator Blut. So, haben wir hier irgendwo einen Sororitätsdruck? Ja, voll. Ich nehme dabei das ein. Ich gehe dorthin. Der Jagd. Geht ja auch, oder? Was ist das eigentlich? Aha. Automatik. Das verstehe ich jetzt nicht. Ach, egal. Im Grunde ist es mir so egal, dass mir alles egal ist. Tja. Und wollte geschützt haben. Nicht schön. Alles tot. Alles zerstört. Ja, die Rüstkammer. Leider Gottes muss ich in dieser Mission eigentlich alles zerstören. Wir werden im Kampf glänzen. Tja, ja. Okay, dann zerstören wir doch einmal alles, oder? Das wäre zumindest mein Vorschlag, alles zu zerstören. Und zwar alles zu zerstören. Ich weiß auch nicht, das Schwachsinn, aber mir fällt nicht so viel ein, dass ich sagen könnte. So, dann muss ich nur noch 7 Minuten überleben und ich habe gewonnen. Cool. Auch was Schönes, oder? Ein paar panzerbrechende Waffen werden mir da schon recht. Eine Handvoll panzerbrechende Waffen. 6,5 Minuten noch. Hey. Wundervoll. Die letzten, Gott sei es gedankt. Piepsen, verdammt. Hört ihr das auch oder hört ihr das nicht nur vom Kopfhörer? Was da gerade? Seltsam. Ich kann ja auch pingen. Noch 6 Minuten, das ist doch was Schönes. Ich sehe das Peitschenhieb. So, offensichtlich die da. Wir sind Diener des Gottimperators. Tja. Wir werden Imperator. Oh, oh. Sind der Celestia-Trupps. Ach, egal. Oh, tot. Schade. So, weiter geht's. Ich meine, auch wenn ich jetzt hier nicht alles zerstöre, weil ich muss ja auch jede Einheit töten. Wenn ich hier nicht alles zerstöre, dann habe ich doch immer noch einen großen Erfolg, wenn man bedenkt, dass er dann keine Einheit mehr produzieren kann. Oh, cool. Oh. Ich möchte ja nichts sagen, aber ich fürchte, das sind etwas mehr als erwartet. Na egal. Ich kann zwar diese Geißel nicht ausrotten, aber wir können fliehen. Wir werden im Kampf glänzen. Ich glaube, sie glaubt an den Imperator. Ich glaube, sie glaubt. Warte, hat sie jetzt Scheiße gesagt oder habe ich mir jetzt nur wieder mal verhört? Nein, ich kann nicht Scheiße sagen. Scheiße ist ein Wort, das es in diesem Universum nicht gibt. Oh, fast noch 4 Minuten. Schön, das gefällt mir. Eine Frage. Habe ich in dieser Folge bis jetzt irgendwas Produktives gesagt, außer Scheiße? Nicht wirklich viel, oder? Produktives habe ich in dieser Folge nicht viel gesagt. Weder etwas Amüsantes noch etwas Interessantes. Ja, heute ist wieder ein Tag.
gerade die Geißel kehrt zurück. Geißelt sie die Geißel. Geißelt die Geißel. Schön. Seht ihr, sie wurde gegeißelt. Und nun hat sie nichts mehr. Außer einer Geißel. So, Bada Bum Bum. Immer schön weiter Bada Bum Bum machen. Ich sage Bum Bum. Ja, ich freue mich bereits wirklich, wenn man bedenkt, dass dies die letzte Mission gegen das Chaos ist, bevor wir uns dann genüsslich, zwar voller Vorfreude und Genuss, die Hauptbasis des Chaos wagen. Ich freue mich schon darauf. Ich hoffe, ihr freut euch gleich auch irgendwie darauf, wie Selena, Agna, Furious, Karen einfach in der Luft zerreißen wird. Ja, das wird schön. Ich freue mich darauf. Hey, ich freue mich wie ein Kind an Weihnachten, verdammt. Halt die Fresse! Nein, sei freundlich. Denn was haben wir gelernt? Wenn du nichts Produktives zu sagen hast, solltest du einfach deine Schnauze halten. Also junge Let's Player, halte dich daran. Das ist übrigens ein sehr, sehr weißes Lebensmotto. Wenn man nichts Produktives zu sagen hat, sollte man die Schnauze halten. Natürlich trifft das im Paradoxum Schule auf ein paar Komplikationen, jedoch sind die auch überwindbar. Tja. Hey, ich habe bald vorne. Wichtig, dass diese verdammten Jetzt wollte ich schon sagen, diese verdammten Kellner. Jetzt wollte ich schon echt sagen, diese verdammten Kellner. Würde ich mich zwar irgendwie selber beleidigen, aber... diese verdammten Ketzer sind das Problem, weil die können immer wieder Gebäude bauen. In sich kriecht jetzt irgendwo ein Trupp von diesen Schweinen herum oder irgendetwas, was ich vernichten muss. Und ich werde es sicher 1000 Jahre lang nicht finden. Also muss ich warten, bis diese eine Minute auch noch herüber geht. Vorüberzieht. Tja, wenn du das sagst, Junge. Was? Leise? Warum? Ich bin der Tod in Wiedergestalt. Okay, ich glaube es dir. Ich gehe. Ja, aber die fliegen. Ich bin der Tod. Ist sie der Tod? Yes, she is. Yes, she was. Yes, she was. 30 Sekunden bis zu einem Erobern und Halten Sieg. Ach, das war das. Die hat nicht Scheiße gesagt, die hat leise gesagt. Ach, so war das, ne? Sieht man, wenn man sich täuschen kann. Spinne ich oder laufen diese Sekunden nicht ganz? Egal. 1-0! Alles Gute zu Silvester, hey! Mein nächster Neujahrsvorsatz ist, dass ich mir ein paar Themen zurechtlege, bevor ich eine Aufnahme starte. So. Gut. Und damit sage ich, da uns 99% des Spiels gehört, sage ich bis zur nächsten finalen Aufnahmeserie von Let's Play Dawn of War Soulstorm, wo wir dann die Alpha-Legion vernichten werden. Ach, ich freue mich so. Tschüss. Genießt es.